Hallo und herzlich willkommen zur Folge 25 von Minecraft. Was ist denn hier schon wieder los hier bei uns vor der Tür? Irgendwelchen Viechern. Ich hatte gerade die glorreiche Idee, mal ein bisschen die Bäume unten zu entsaften. Ich hatte überlegt, das offline zu machen, aber dann kriege ich nachher auch wieder Schimpfe, also machen wir das jetzt online hier. Was willst du denn? Ist zum Heulen, ist zum Heulen. Tja. Im Wasser funktioniert ihr eben nicht. Eigentlich hätte man sich so einen elektrischen mal bauen können. Das wäre gar nicht so. Aber du hast ja gar nichts. Was bist du denn für ein Kackbaum? Ich habe dich ja auch gar nicht markiert. Geh mal weg. Sowas will ich nicht. So, hier und da. Und du hier. Noch was? Nee. Dich habe ich schon? Nein. Und, oh, du bist neu. Also kriegst du hier eine Fackel? Nö. Nö. Aha. Und hier. Ah, danke. Und hier nicht. Und du? Doch, du hast eine, siehst du. Und du bist auch neu. Oh. Nein? Ah, war das der? Wir hatten einen auf einem Platz, wo nichts dran gewachsen ist. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Und ich glaube, genau das war dieser Platz hier. Und jetzt ist wieder nichts dran gewachsen. Also, ich bin ziemlich sicher, dass wenn wir jetzt hier einen neuen Baum hinstellen, da wieder nichts dran wachsen wird. Wir probieren das aus. Und markieren uns den so. Müsst ihr euch jetzt merken. Oh, das ist ja. Macht das was? Nö, guck mal, funktioniert. Und hier ist auch noch was. Ausgezeichnet. Und hier ist auch noch ein neuer. Wunderbar. Ich glaube, das Ding ist nicht runtergefallen. Ne? Das ist da oben liegen geblieben auf dem. Auf dem Laub kann das sein. Oh, noch einer, schön. Was? Ach so, da vorne. So. Ach nee, da hinten ist es. What? Warum bist du so. Ach, wir hatten aber schon mal so farbige Hühner, ne? Gut, da liegt aber auch nichts mehr. Oh, da ist schon. Habe ich den noch nicht geerntet, oder? Naja, mal sehen. Okay. Haben wir noch irgendwo? Das war ich da auch noch nicht dran. Ah, der ist schwer zu kriegen, ja? Hallo. So, haben wir wenigstens wieder ein bisschen Gummi. Weil Gummi geht langsam zur Neige. Wächst das so schnell nach oder habe ich das echt verpasst? Habe ich das jetzt aufgesammelt? Und hier ist auch nichts dran gewachsen an dem, ne? Ja, dann merkt euch den mal. Ich sag, da wächst wieder nichts dran. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Zack. Was für Wege hier, das ist alles viel zu weit. Mach mal hier den da rein. 29 haben wir davon. Zinnkabel, was ich eigentlich noch isolieren wollte. Hätte ich nicht mehr Zinnkabel haben müssen? Wir brauchen wahrscheinlich. Ach, da sind nur 20. Okay. Ja, dann isoliere auf jeden Fall schon mal ein paar. Weil wir wollten ja diesen Generator bauen, ne? Das Zeug habe ich schon da reingeschmissen. Ah, guck mal, da sind wir schon wieder ein bisschen was rausgekommen. Da, das kannst du auch weitermachen noch. Ja,
Lohnt sich jetzt das Holz? Eigentlich, gib mal das her, mach mal erstmal das Holz, ja. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen was. Das kannst du so lange da hinlegen. 45. Überlegt, ob ich mir so einen elektrischen Tree-Tap mache. Guck mal, was es hier gibt. Windmesser, ja? Oh. Wofür braucht man sowas? Monster zu erschießen oder so? Oder hier sowas? Wow. So ein Nanoschwert. Oh, teuer. Oh, das hat kein Rezept. Das ist ja praktisch. Nee, ich wollte doch. Ja. Letztes Mal hatten wir die Generatoren alle so zusammen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der sich. Semi. Nein, Steering. Das ist auch Steering. Bauen wir erstmal dieses Ding. Drei Kupferplatten. Oh, da waren sie wieder, meine drei Probleme. Wie oft braucht man eigentlich noch Kupferplatten? Aber egal, ich glaube, man kann mit dem Ding hier ja auch aus einer Kupferplatte zum Beispiel wieder Draht machen. Das ist gar nicht so schlimm. Was braucht man noch? Das sind ja nur 7. Und wir haben auf jeden Fall noch welche. Ja, 7. Passt. 7 davon. Ein Generator, natürlich. Also müssen wir uns auf jeden Fall eine Batterie basteln. Und wir haben das auch wieder nicht. Es ist am zum Heulen dran sein, sozusagen. Echt jetzt. Weil nichts vorgearbeitet ist. Was ist das denn? Ach so, das Silber. Ah, okay. Und kein Stroh mehr da ist. Ja. Aber weißt du was? Was mir gerade bei Strom einfällt. Wir wollten ja eigentlich auch noch unten gucken gehen nach unserem Ding, ne? Irgendwas ist immer. Lass uns mal diese Teil bauen hier. So. Und so. Ist das jetzt richtig? Ah. Heat Conductor. Mach mal Heat Conductor. Ist okay für mich. Habe ich jetzt. Hör mal auf damit. Das ist doch alles über. Mach hier Zinn. Zinn platt. Bitte. Ihr arbeitet zu viel. Verbrauchst du eigentlich gar nicht so viel Strom, ne? Und du bist fertig. Du hast das natürlich alles schon hier eingelagert. Was du gut gemacht hast. Aber hier wäre noch ein bisschen. Eigentlich brauchen wir das gar nicht. Wir haben noch so viel Zinn. Wenn wir diesen Ore-Washing-Plant irgendwann haben, dann werden wir das eh waschen müssen. Nicht müssen, aber es ist ja durchaus sinnvoll. Wie viele brauchte ich davon? Reicht das nicht schon? Platte die mal. Wir brauchen doch nur diese Casing hier. Was natürlich mit Eisen gemacht wird und nicht mit Zinn. Witzigerweise. Ach ne, für die Batterien brauchte ich aber Zinn. Was ich mir hier schon reingelegt hatte. Wie schlau. Wie schlau. So, du hörst jetzt auf damit. Und machst natürlich das Eisen platt. Hatte ich hier nicht nur Eisen? Sag mal, wie durcheinander bin ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich gerade? Das kannst du trotzdem platt kloppen. Wir haben hier ein Furnace. Ich bin heute überhaupt nicht bei der Sache hier, ehrlich, ey. Zum Kotzen. So, da haben wir erstmal die Batterie. Wir brauchen den Furnace und das haben wir auch. Das ist doch schon quasi dann in dem Moment. Ja, geht doch. Ein Generator. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie. Muss nur mal nachgucken. War der das? Verdrückt. Ach so, der oben, der in der Mitte. Natürlich. Irgendwas ist ja immer. Du in der Mitte, du oben, du unten. Danke. Ich habe keinen Plan, was dieses Ding tut, ja? Buffer. Toll. Currently received heat. Currently oil production. Was tue ich denn da rein?
Wie treibe ich den denn an, bitte? Ah, muss ich mich schlau machen. Aber interessantes Teil, ja? Bevor wir den jetzt so abbauen, sag mal, wo haben wir eigentlich. Da. Der hat auf jeden Fall so einen Anschluss auf einer Seite. Ja, aber da wird wahrscheinlich der Strom rauskommen. Ich weiß nicht, was der will. Das werden wir auf jeden Fall noch klären müssen. Interessantes Teil. So. Dann lege ich das erstmal wieder da rein. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Und dann machen wir jetzt unser Inventar hier ein bisschen leer. Und werden nach unten gehen. Das kann auch dahin und überhaupt keinen Platz hier drin. Nein. Das Gummi nehmen wir auch nicht mit. Den brauchen wir auch nicht mitnehmen. Guck mal, Holz halte ich jetzt erstmal fest. Egal. Ja, der kann weg. Und dann gehen wir nach unten, sobald es hell geworden ist. Ja, ich mach mal. So, hätte man eigentlich als Fledermaus auch schlafen können? Interessante Frage. Oh, wir schrumpfen. Wie schnell so eine Fledermaus da laufen kann. Achso, ich hatte gar nicht mehr so viel Kohle da reingelegt, ne, weil ich nichts verschwenden wollte. Und wahrscheinlich ist er. Das war wieder so schlau. Bin ich das eigentlich jetzt, der da rumschiebt? Oder ist das hier noch eine andere Fledermaus, die hier unterwegs ist? Ich brauche aber lange, um hier was wegzukloppen, ey. Was war das? Da gerade schon wieder irgendwas im Augenwinkel gesehen. Oh, was ist das? Ist das Öl? Ist das die Kuh? Mach mir nicht keine Angst hier. Was ist das? Das ist Öl, oder? Ich glaube, Öl ist gar nicht mal so ungefährlich. Wenn du da jetzt reinfällst oder so, hast du ein Problem. Hab ich einen Eimer? Nee. Aua! Kackdinger! Burst. Meins. Noch irgendwas? Ohne Fahrschein? Und mir geht die Gegend hier so auf den Sack mit dem. Diesen Bäumen. Diesen, ja, Sträuchern. Für ein Holz muss ich jedes Mal hier Ewigkeiten kloppen. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist die letzte Gegend. Echt, ich will eine Wüste, ey. Eine Wüste kannst du so schön meinen. Mit dem Miner. Ich mag den Miner. Ich habe schon gesagt, dass ich den Miner mag. Holz können wir immer gebrauchen. Haben wir gerade was zu tun. Während der da noch. Auf jeden Fall brennt da noch. Wenn ich die Bedbox abbaue. Ah, scheiße. Jetzt habe ich das. Ja, du darfst da nicht durchgehen. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum du so eine rote Kuh bist. Hätten wir jetzt das Werkzeug mitgenommen, ich könnte wetten, wenn wir das mit dem Werkzeug abbauen, dann bleibt die Energie da drin. Jetzt ist die Frage, soll ich noch was nachlegen? Komm, bis der fertig ist, können wir uns das auch eben zurückholen. Komm, wir machen das so, geht ja flott. Rein. Den hier.
Stell dir mal vor, du müsstest immer so Minecraft spielen, aus dieser Perspektive. So voll der Gnome, so. Hallo, kann ich da mal dran? Aber da, wir haben gelernt, eine Fledermaus ist schwer genug, um so eine Bodenplatte zu tätigen, betätigen. Was ist das hier eigentlich? Ist das irgendwas Besonderes hier? Ah, noch ein bisschen die Dinger einsammeln. Ah, der ist jetzt alle. Der läuft noch. Da ist noch vier. Wahrscheinlich müssen wir dann noch was nachlegen, ne? Nicht, dass das am Ende doch zu wenig ist. Mach mich wieder richtig hier. Derzeit können wir noch ein bisschen. Wow, drei Holz, unglaublich. Ist hier auch noch was hinter? Ja. Kann nichts dran ändern. Wir müssen da auch mal ein bisschen hier schön machen. Jetzt haben wir gerade die Zeit. Ist halt nicht das Spannendste. Oh, weg damit. Oh, Holz. Kann ich ja nicht liegen lassen. Ist ja potenzielle Kohle sozusagen. Da ist auch noch einer. Ist hier jetzt ja noch was, oder? Nee, das baut sich gerade nur ab, schätze ich mal. Nee, da ist er. Oh, schlimm. Oh, da ist auch noch einer. Minecraft-Version tauchen teilweise echt Geräusche auf, da bin ich verwirrt. Die gehen aber immer kaputt, wenn man die weghackt, ne? Ich kann mich nicht erinnern, dass da mal eine von übergeblieben ist. Da könnte man sich höchstens einen guten Abwehrball Wall von bauen. Abwehrball von Wauen. So, wie sieht's aus hier? Hallo? Du bist fertig, kann das sein? Oder machst du noch was? Ah, doch, der zieht raus. Also macht er auch noch was. Dann lass ihn noch einen Moment machen. Hier wird uns ziemlich schnell der Platz ausgehen zum Meinen. Ja, gut, man könnte von. Ah, hast du auch von hier oben? Das sind dann 64, aber viel höher darf es ja auch nicht gehen. Kein Platz, kein Platz. Und bist du zu weit weg? Irgendwie hier hinten, wo es flacher wird oder so. Das ist ja die Frage, ob das dann überhaupt noch funktioniert mit dem Main. Weil das möglicherweise nicht mehr im Einzugsgebiet ist, ne? Dann sind die Chunks nicht geladen und dann wird er daran auch nicht arbeiten. Was ist eigentlich mit dem Zeug hier? Kann man das irgendwie auch verbrennen? Oder was? Fällt das jetzt eigentlich automatisch runter hier? Diese High-End-Blumen? Sollen ja Blumen sein, oder? Glaube ich. Große Blumen oder so. Ist auch weg. Was passiert denn, wenn ich dich mit einem roten Huhn kreuze? Kriegen wir dann rosa Huhn? Müssen wir mal testen bei Zeiten. Ah, diese Creeper-Pflanzen. Gut, das ist vielleicht auch zu weit weg, dass die sich automatisch ausbreitet, aber die haben teilweise eine Ausbreitungsrate, die fand ich ja kriminell, ja. Oh oh. Oh oh. Möglicherweise brauchen wir doch noch ein paar Pipes. Die wir da reinstoppen. Ja.
Vielleicht hat der auch jetzt zum Schluss einfach nur noch mal gut was rausgeholt oder so. Das könnte natürlich auch sein. Kriegt er schon wieder neue Kartoffeln holen? Ist nicht wahr. Da, du. Dich mit dem da hinten kreuzen. Was hast du eigentlich um Hals da? Ist das bei dem anderen auch? Und Bett. Ja, wir sind ja schon oben. Dann mach wieder zurück. So rum. Eben die Probe hier machen. Also das geht schon mal nicht. Da kannst du. Ja, Moment, da war was, ne? Aha. Was ist das? Was ist denn das? Ist das wie ein Zaun oder so? Nee, hier wollte ich das ausprobieren. Wo ist er denn jetzt? Ah, da kannst du verbrennen. Naja, immerhin. Immerhin, immerhin. Unsere Küste ist, glaube ich, so ziemlich voll. Da müssen wir auch drüber nachdenken. Wäre vielleicht keine schlechte Idee, das hier und das hier und den. Und den. Und den. Und den. Der glaube ich nicht. Ne, das ist ja was anderes. Wir wollen ja eigentlich nur die von Pneumatic Craft. Jetzt gar nicht drauf geachtet, ob das tatsächlich alles Pneumatic Craft war. Jo. Sind das alle, die ja drin sind? Das sind normale. Und du, 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 du. Packen wir die ganzen Pflanzendinger erstmal hier rein. Dann haben wir da ein bisschen mehr Platz in der Kiste und ist gut. Ich wollte noch ein paar Pipes machen, ne? Komm mal nicht drum rum. Wir haben nicht viel, aber wenig. Hab ich hier angelegt. Erstmal brauchen wir ein Zapfhähnchen. Der war so. Und die waren so. Ach, da sind noch welche. Ja, 8 Stück. Eigentlich haben wir dann zu viel. Eigentlich 2, das wäre dann ein ganzer Stack. Mehr möchte ich eigentlich davon gar nicht mitnehmen. Legen wir hier rein. Weil sonst zu viel wird. Na. Da wollte ich mich mit einer eleganten Drehung ins Bett legen, hat nicht geklappt. Habe ich noch Kaffee? Lecker kalt. Noch ein? Wie lange? Ach, wir sind doch schon wieder. Wir sind schon wieder über der Zeit. Echt. Wir sind schon wieder über die Zeit. Yeah! Und was ganz Neues. Es gibt einen Cliffhanger für die nächste Folge. Und der ist, was haben wir noch Schönes rausgeholt? Werden wir uns dann angucken in der nächsten Folge. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nupsi. Tschüss.